Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück im Wilden Westen bei Outlaws of the Old West. Hier steht ein Apfelbaum, das lasse ich mir natürlich nicht hingehen. Kann man Äpfel sammeln? Nicht? Guck mal, das sind auch Fake-Äpfel. Hat jemand aus Papier was aufgehangen? Guck mal her. Kriegen wir so Äpfel? Ah, so kriegen wir Äpfel. Das ist aber auch blöd, dass man Äpfel nicht einfach so pflücken kann. So, Brunel, ich habe was Feines für dich besorgt. Und zwar, du kriegst statt Beeren, die verfaulen, glaube ich, die Beeren. Die Brunhilde isst die nicht. Warum isst Brunhilde die Dinger nicht? Ich glaube, ich fülle ihr dann in die Box einfach die Äpfel. Da stimmt irgendwas nicht. So, Brunhilde, wir reiten erstmal nach Hause. Ich habe nämlich ein bisschen gefarmt wieder in der Nacht. Ein bisschen Holz besorgt hier. Wo haben wir es denn? Da so 300. Man kann es auch nochmal sortieren. Ich habe ein bisschen Eisen besorgt, Fasern haben wir ganz viele, also jetzt sollte man die Loot-Touren so ein bisschen eingeschränkt haben. Jetzt reiten wir erstmal nach Hause, die Sonne im Rücken, auf unsere kleine Ranch. In der immer noch die Wand fehlt, weil der Server noch nicht neu gestartet. Okay, weil... warte mal aufzuruckeln. Ja, da fehlt immer noch die Wand. Die können wir können jetzt noch probieren, ob wir die nochmal einsetzen können, aber ich glaube nicht... Warum habe ich die Axt jetzt wieder aus dem Fokus verloren? Axt. Bauhammer. Probieren wir nochmal, ob wir die Wand einsetzen können. Aber ich glaube nicht, weil der Server Neustart nicht war. Dürfte das nicht gehen. Wir können es auch mal von außen probieren. Warte. Ja, so. Oh, das ist aber ein Fenster. Fenster wollen wir nicht einbauen. Wir wollten eine Tür einbauen. Oh, es geht. Nice. Wieso geht das auf einmal? Das ist ja sehr nett. Und dann müssen wir hier noch ein Dach einbauen. Wo fehlt hier ein Vordach? Nö, fehlt nicht. Gut. Dann haben wir das auch wieder zu. Dann können wir endlich die Tür auch einsetzen. Oh, da freut mich jetzt aber, dass das doch noch ging. Wahrscheinlich wegen der Richtung, wo ich gestanden habe. Nee, Fensterläden wollen wir nicht. Wir wollen eine Tür und diesmal auch richtig rum. So. Warum richtig rum, fragt sich jetzt der eine oder andere. Weil diese Querbalken, die die Tür verstärken, nämlich innen sein müssen. Für meinen Geschmack. Von außen Tür. Und von innen diese Verzahnung. Wie es hier auch ist oder wie es bei dieser Tür ist, die jetzt gerade offen steht. Ja, sehr, sehr gut. So, in der letzten Folge wollten wir Glas machen und haben dabei festgestellt, dass wir dazu eine Glasmold brauchen. Und mir hat ein Vöglein gezwitschert, dass das am Amboss geht, den wir jetzt nämlich herstellen werden. Und ich würde auch sagen, dass der sich hier ganz gut macht, der Amboss. Ich sehe gerade, ob ich hier noch eine Decke einziehe. Ich glaube, hier mache ich noch einen Boden ein. Da hatte ich ja vorher den Kamin stehen. Aber da der jetzt da hinten steht, mache ich jetzt hier, glaube ich, noch eine Decke rein. Da, dort und so. Ja, das ist besser. Symmetrischer. So, Amboss. Ja, hier ist die Schmiede und dann ist hier der Amboss. Können wir ja zur Not noch versetzen, ne? So, und hier eine Glasmold. 10 Iron Ore. Das ist sehr gut. Ich wundere mich immer so ein bisschen, dass die... dass wir das alles mit Iron Ore machen und nicht mit Barren, dass man das erstmal einschmilzt. Ich habe Hunger. Und ich wollte für Brunhilde den Trog befüllen, ne? Das machen wir auch noch nicht. Nehmen wir raus. Und eine Glasmold. Wo müssen wir die reinmachen? Geht das jetzt einfach so? Ach, die brauche ich einfach in der Tasche. What? Eine Glasmold pro Glas? Nee, ist nicht dein Ernst. Was? Wir brauchen eine Glasmold, um ein Glas herzustellen.
Das kann man doch wiederverwenden. Schwierig. Das ist ja hart. Okay, das finde ich irgendwie ein bisschen doof. Was wollte ich denn machen? Für irgendwas wollte ich, klar, für den Smoker war das, ne? Der braucht nämlich... Ne, der braucht eigentlich nur 10 Bricks. 10 Bricks und 20 Planken. Okay, warte mal, wir stellen jetzt erstmal die Planken her. Und 10 Bricks. Wir haben 6. Und wie viel brauchen wir, brauchen wir Stone? So, machen wir direkt 20. Gut, dann müssen wir warten, bis sie das hergestellt haben. Dann machen wir nämlich den Smoker und dann gibt es lecker Essen. So, Brunhilde, pass mal auf. Wegen Essen. Ah, genau. Wir machen dir mal einen neuen Trog und dann kriegst du da nämlich lecker Äpfel rein. Irgendwie bin ich orientierungslos, seit ich das hier umgebaut habe. Eisenwerkbank, hier war das, ne? Da. Da brauchen wir nochmal 20 Planken. Na gut, dann, wie viel Holz haben wir dann noch? Okay, machen wir einfach nochmal 20. Haben wir Hunger? Nein, haben wir nicht. Wir könnten dabei was trinken gehen, oder? Wie weit bist du hier mit den Ziegeln? Oh, auch alles noch einen Moment. Dann gehe ich mal runter an den See. So, der Smoker kommt natürlich auf unsere Terrasse. Und ich wollte Stühle und einen Tisch machen. Da hat man ja beim letzten Mal geguckt, ich glaube an dem Carpentry, an dem hier beim Zimmermann-Dings. Hier. Nochmal Planken und so ein Tisch. Iron Ore und Wood. Ich glaube, ich würde lieber so einen Tisch machen, anstatt... Oder? Was habe ich da gerade gesehen? Ein Plumpsklo? Ein Outhouse nennt sich das. Okay, wir brauchen Planken ohne Ende. Das geht ja mal gar nicht. Machen wir nochmal 20. Machen wir 40. Oh, haben wir nicht. Wir haben nicht das Material für weitere. Dann machen wir nochmal 10. Okay. Nochmal 10. Okay, und schon haben wir wieder kaum Holz. Eschen, was ist halt immer. So. Jetzt waren wir aber am Smoker. Das ist der Brickforce, das ist der Smoker. Und der braucht noch 10 Bricks. Da haben wir zum Glück schon einen Teil. Und der Smoker... Da. So, dann haben wir das eine. Das können wir dann hier draußen hinstellen. Und ich denke mal... Der macht sich hier ganz gut, der Smoker. Hier so nebendran. Oder hier vorne. Wobei, ich würde hier gern vor das Fenster einen Tisch stellen und hier zwei Stühle. Deswegen stellen wir wahrscheinlich doch eher um die Ecke. Mal gucken. Mal gucken. Mal schauen. So. Da ist der Smoker fertig. Jetzt gucken wir mal, wie groß der ist. Ach, das ist ja sehr übersichtlich. Das ist ja übersichtlich. Weißt du was, dann können wir den auch hier so ranstellen, oder? Ja, so machen wir das. Der lässt sich gar nicht... Oh. Nee, der lässt sich nicht auf... auf Planken installieren, hätte ich beinahe gesagt. Das ist ja richtig doof. Und Hilde... Oh, Schissel, die Schnissel. Der geht nur auf... der geht nur auf Gras. Ja, Brunhilde, bin ich auch nicht so mit einverstanden. Hier so hin? Wir sind irgendwo... Haben wir hier im Boden Sachen gesetzt? Warte mal, können wir den nicht? Der ist auch zu hoch, da kann ich ihn gar nicht da drunter setzen. Hier müsste er doch hingehen, hinter dem Briefkasten. Da braucht er einfach einen gewissen Abstand zu dem Haus.
Aber hier ist unsere Kochstelle, ne? Dann müsste eigentlich hier hin. Wie? Weil? Zu schräg oder was? Oder wie? Oder? Ah, so. So. Dann kommt er halt hier hin. So, unser kleiner Smoker. So, was kann der denn? Der kann doch bestimmt auch Fleisch verarbeiten, oder? Von dem wir gerade nichts mehr haben. Okay, grundlegend haben wir jetzt hier unsere Kochstelle und das gefällt mir auch nicht. Können wir die rumtragen? Na klar. So. Dann drehen wir die nämlich quer. Dann müsste die auch nicht so in der Luft schweben. So. Brunhilde, bitte. Ja, schwebt leider immer noch in der Luft, weil es einfach viel zu steil ist. Das ist irgendwie nicht so hübsch. Das finde ich schade, gerade für die Optik. Brunhilde, jetzt langt's mir. Das ist ja, steht ja nur im Weg. Komm mit, Brunhilde. Ich baue dir jetzt einen Kübel, da kannst du dann was essen. Komm. So, so fein. Machen wir den zweiten Kübel, hauen da die Äpfel rein, dass Brunhilde auch was essen kann. Das war hier. Da waren Planken notwendig, richtig? Jupp. 33 Planken, ne? Das ist aber eine ordentliche Anzahl. Und da. Haben wir eigentlich noch so die Glocke, das macht für mich irgendwie keinen Sinn. Oh, ein Kühlschrank. Da müssten wir wahrscheinlich Eis in den Bergen holen, oder? Boah, das wäre aber ein Ausflug. Wo man die Berge reiten? Hm. Wieso ist denn hier der Sledgehammer nochmal drin? Oh oh, ich glaube das Spiel ist irgendwie leicht buggy. Take all. Ne, ich hab nur einmal. So ein Darstellungsfehler. Okay, Brunhilde, pass auf, ich habe einen Kübel für dich. machen wir hier neben dran. So, machen wir hier neben dran. Sieht ein bisschen komisch aus, aber lässt sich jetzt nicht ändern. So, Äpfelchen hier rein. Guck mal, eine Lorepflanze. Vielleicht hast du ja Bock ein bisschen und ein bisschen Honig. Wa? Magst du Honig, Brunhilde? Komm hin, Brunhilde. Komm mal hier. Make Brunhilde eat. Ah, und Wasser noch nach. So, Brunhilde säuft. Sehr schön, Brunhilde geht's wieder gut. Das ist sehr gut. Und das Feuer können wir auch mal ausmachen. Mit der Hand. Einfach drum gepackt. Finger ein bisschen feucht gemacht. Ein echter Cowboy macht mit der Hand. So. Wir haben ganz schön Chaos im Inventar irgendwie. Wir haben auch 57 Kilo. Wir haben viel zu viel Eisen dabei. Genau. Ich wollte noch die Bestühlung machen für den Tisch. Genau. Das können wir jetzt direkt mal machen. Und zwar hieran. Zwei Stühle. Und einen Tisch. Round Table. Ist der wirklich round oder sieht so oval aus auf dem Bild? Table decorate for house. 4, 2, 4. 4, 2, 4. Wo ist denn da der Unterschied? Sehe ich keinen. Na ja, gut, dann gibt es einen runden Tisch halt. Was soll das? So. Zwei Stühle. Und noch 3 Sekunden für einen Tisch. Okay. So, wo machen wir denn hier Picknick? Ich wollte ihn eigentlich vors Fenster stellen. Ach, das ist ja so ein Mini-Wini-Ding. Da mache ich mir gar keine Gedanken. Wunderbar. So. Den machen wir hier so. Oh. So ein bisschen in der Sonne. Ein Besuch kommt. Oh, der Tisch ist aber ein bisschen klein, oder? Vom Format. Brichst dir die Beine, wenn du da drunter sitzt.
Was für ein kleiner... Da stimmt das Größenverhältnis irgendwie für meinen Geschmack nicht so ganz. Mal nehmen wir nochmal auf. Können wir den... Da kann ich bitte aufstehen. Ich sehe meine Beine und ich sitze jetzt vor meinen Beinen. Mein Unterkörper. Kann ich bitte, bitte. Ich möchte gern. Wie kann ich aufstehen? Bitte lass mich. Oh Gott. Oh Gott. Ich glaube, wir machen das mal lieber so, sicherheitshalber. Regnet es gerade? Wo ich gerade die Sommermöbel rausgeholt habe. Das Spiel will mich aber auch verarschen. Aber der ist nicht schön, oder? Ist doch viel zu flach, dieser Tisch. Nee, das geht nicht. Kann die Gäste nicht anbieten. Wenn hier Gäste vorbeikommen, die denken sich auch, was hat denn der eingekauft? Planken willst du noch haben? Verdammt. So, warte mal, das waren 4 Planken, ne? Dann können wir das nämlich so machen. 424. A Dable Decorative House. Was, wo ist da der Unterschied? Wir gucken mal. War das eben Huhn? Irgendwas hat doch hier gegackert. Und Hilde, gackerst du? So, weil es regnet. Vielleicht sollte ich da einen Unterstand bauen. Ah, Moment. Bienenwachs. Bienenwachs. Ach du Güte. Das ist ein Huhn. Nee. Das ist kein Huhn. Ein Waschbär. Hast du Brunhilde verspottet? So, boah. Jetzt können wir hier, jetzt haben wir Honig, können wir einen Handel für betreiben. So. Aber was wir jetzt machen könnten, müssten, sollten, dürften, ist. Sehr nice. So, was haben wir gerade hergestellt? Wir haben hier den Tisch hergestellt, den werden wir jetzt mal platzieren. Oh, der ist. Ah, Naturholz. Auf dem Bild sah der so weiß lackiert aus. Und kann ich dich wieder zerstören? Wahrscheinlich haue ich mir jetzt eher die Terrasse kaputt, aber das Risiko muss jetzt eingehen. Okay, der Tisch ist unkaputtbar. Sehr schön. So, jetzt setzen wir hier den Tisch hin. Und haben hoffentlich einen hübschen... mich verkackern? Was ist denn hier los? Warte mal kurz. Was ist denn das für ein Tisch? Der eine ist zu klein, der andere steht, der andere... Warte mal, das ist bestimmt einer buggy und die Entwickler haben vergessen, den rauszunehmen. Moment, zweiter war... So, kommen wir mit Tisch. Okay, mein letzter Versuch in Sachen Tisch, sonst drehe ich hier. Wo ist denn der Tisch hin? Ah, da. Okay. Bevor ich hier durchdrehe. So, du brauchst 4 Blanken und wir machen mal den linken davon. Ich habe, glaube ich, eben den rechten hergestellt. So, eine Blanke noch. Thema Tisch muss ich hier doch mal... Haben wir rausgenommen? Haben wir nicht. Hallo? So, jetzt. Wahrscheinlich bin ich am Ende, bin ich wieder bei dem runden Tisch, den ich jetzt ja zerstört habe. Und wein kurz in mich hinein. Ausstattungs...
Minjas Wittler. Ja, schön hier am See. Wie viel Munition haben wir eigentlich noch? Einmal nachladen langt. Das LOD von manchen Gegenständen ist auch nicht so gut gewählt. Sieht aus wie so ein Tannenzapfen, unser Kamin. So, jetzt aber. Wenn du jetzt wieder schwebst. Oh, nice. Okay, also irgendwas ist mit diesen Tischen nicht ganz in Ordnung. Warte mal, da geht's in die Wand rein. Das sieht doch schon nach einem guten Tisch aus. Jetzt setzen wir uns hier hin. Und schauen auf das weite Land. Denn wir sind schon wieder am Ende einer Folge. An meinem kleinen Tümpel. Mit meinem kleinen, feinen Haus. Und ohne Oberkörper. Naja, wir können hier auf jeden Fall sitzen. So, was haben wir noch gemacht? Wir haben Kerzen gemacht. Und zwar 4 Stück. Von denen wir jetzt noch welche setzen werden. Und zwar an die Arbeitsfläche. Dann haben wir noch hier draußen was. Wenn man hier so sitzt, ne? Können wir hier noch ein Kerzchen? So. Wenn man hier abends draußen sitzt, ein bisschen die Mücken anziehen. Da haben wir Licht, da haben wir Licht. Hier unten hätten wir gern noch Licht. Wenn wir hier arbeiten. Und im Zwischenstock. Da oben haben wir schon Licht. Setzen wir hier hin. So, jetzt haben wir da Licht. Jetzt müssten wir eigentlich diese Fackel hier. Die setzen wir jetzt hier so. Und Hilda hat draußen Licht. Ich überlege gerade, wo wir die hinsetzen. Oder die draußen. Nee, die Fackel kommt draußen hin. Ist doch viel hübscher. So, hier so. Kann man das wieder abbauen? Delete Window. Nee, ich würde gerne die. Kerze hier wieder abbauen. Move. Ah, nice. So. Auf dem Boden? Nee, muss auch nicht. So, da. Und hier im Eingangsbereich. So ist doch gut. Ruckel die Ruckel. Tür zu. Ja, wir haben einiges geschafft wieder in dieser Folge. Unsere Hütte ist schon mittlerweile ganz gut ausgestattet. Ich wünsche euch was. Eine gute Nacht. Aus Outlaws. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.